Salala, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel, wo ich jede Folge zu Beginn einen Screenshot mache. Wir sind in... Ach, Fam, ich hab schon den Namen von dem Ort hier vergessen. Wir sind in Relentil, der Stadt der Künstler und Dingens halt generell überhaupt. Wir sind bei Folge 852, nee, 53 tatsächlich. Und wir sollen rausfinden, wer von den maskierten Leuten, Anwärtern, der Bruder von unserer aktuellen Auftraggeberin ist, deren Namen ich aber auch vergessen habe. Das ist gar kein Problem. Wir sprechen das mit diversen Leuten, beziehungsweise Feuervogel ist wahrscheinlich eine richtige Person. Ich weiß nicht, ob das großartig noch ein Rätsel, wie wir rauskriegen sollen, wer ist. Wir haben beim letzten Mal ein Buch gelesen, was darüber gehandelt hat, über die Vorlieben des, unseres Ziels. Das Problem ist, ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Aber ich, habe ich das hier noch drin? Rindels. So, ja. Schau mal, ob ich den Studium da abhebe. Hier ist Kart. Minutenlange Spaziergänge hat er gemocht. Oh, weiß ich direkt, wer ist? Das ist Feder. Von Feder kennen wir ihn. Wer ist denn Feuervogel? Willkommen, Hoffnungsträgerin! Was ist euer Talent? Bauchreden? Tanzen? Oh, seid ihr eine von diesen Illusionistinnen, über die ich so viel gehört habe? Ah, sei's drum. Jeder, wie er es mag. Ihr seid hier, um das Spiel der Prahlereien zu spielen, oder? Als erstes müssen wir gemeinsam auftreten. Gemeinsam auftreten? Das ist nicht so gut. Das. Na gut, was spielen wir? Ach so, das gemeinsam auftreten, das ist... Ja, da hat die auch so ein Nebenmesser. Das ist ja hier, ich auch noch mal dran kommen. Na gut. Wie spielen wir das Spiel der Prahlereien? Ja, das ist eine gute Frage. Alchemie hat das nicht erklärt? Nun, dann übernehme ich das gerne. Erst treten wir gemeinsam auf, damit wir die Stärken und Schwächen des anderen kennenlernen. Sollten wir beide das Glück haben, in die Truppe aufgenommen zu werden, wissen wir dann schon, wie wir zusammen auftreten können. Ja, aber das können wir sich auch später angucken. Naja, das Ding ist, wir sind ja so ein bisschen One-Trick-Pony, oder? Wir können ja eigentlich nur so ein bisschen Messer jonglieren. Also nur, wenn man es wirklich machen würde, wäre das natürlich eine hohe Kunst, aber das ist ja echt alles, ne? Was für Auftritte? Fangen wir mit etwas Einfachem an, ja? Ich werde tun, was ich tue, und ihr macht das, was ihr könnt. Dann schließt ihr euch mir an, und wir schauen, was wir zusammen tun können. Danach kommt der spaßige Teil. Die Prahlereien! Nun, das ist zumindest der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Na gut, ich folge auch ein Beispiel. Ja, wenn ich die Dolche besitze. Was macht er? Feuer? Er ist Feuerspucker. Durch die Maske durch. Das war beeindruckend. Ihr seid wirklich sehr talentiert beim Jonglieren. Ich könnte das nie. Ich habe es einmal versucht und mir fast einen Finger abgeschnitten. Und nun zu den Fragen. Ich fange an. Sagt mir, flinkfingrige Freundin, wo seid ihr aufgewachsen? Ich wurde im Kalterhof von Lager selbst groß und spiele immer Verstecken mit seinen Neffen. Das ist nah an der Wahrheit dran und vor allen Dingen ziemlich ominös und dunkel, oder? Ich wuchs auf einen Felsen. Verstecken in Kalthafen, was? Das klingt ja furchterregend. Aber ich liebe die Idee, dass Molag Bal einen Neffen hat. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlimm. Er verschlingt halt nur manchmal eine Seele, bevor er wieder angeln geht. Alles klar, ihr seid dran. Fragt mich etwas. Oha, direkt schön mit der Tür ins Haus. Geschwister? Oh ja, sogar 6 an der Zahl. Ich wuchs bei einem Wolfsrudel auf, wisst ihr? Meine Eltern waren einem Greifen zum Opfer gefallen, als ich gerade mal 2 war. Aber Mutti hat mich aufgenommen und mir beigebracht, wie man jagt und Stöckchen holt. Wir treffen uns immer noch alle 2 Wochen, um gemeinsam Hirschen nachzustellen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir mit Fragen nicht viel machen, außer dass die Leute sauer wären, wenn ich zu genaue Fragen stelle. Augenblick mal, das sind doch 2 Fragen, oder? Ihr kriegt doch nur eine. Aber hier kommt eine Wahrheit, die zu meiner Prahlerei passt. Das Haus der Träumereien ist einfach wunderbar. Jeden Tag auftreten, neue Tricks lernen. Früher musste ich mich wegschleichen, wenn ich üben wollte. Ach so, deswegen mochte er die langen Spaziergänge. Na gut, das passt zum Profil, ne? Wissen wir schon, dass es Feuervogel ist? Wenn wir insgeheim üben? Ja, was? Das ist ja noch eine 3. Frage. Ach, ihr wisst ja, wie das mit Familien so ist.
Meine Ahnen waren keine Feuerspucker und warum sollte man das dann sein wollen? Nun, ich wünsche euch das Beste für euer Vorsprechen beim Großdirigenten. Hoffen wir, dass wir reinkommen. Ehrlich gesagt, würde mich nichts mehr freuen. Er kann nur Feuer spucken. Ist Feuervogel die richtige Person? Ich glaube eher nicht. Also ich meine, ja gut, er hat was. Überlegen wir mal kurz. Also Feuervogel hat was davon erzählt, dass er sich früher mal wegschleichen musste. Und im Tagebuch stand was von langen Spaziergängen. Mehr oder weniger, wenn ich es nicht richtig sage. Ja, wie kommen sie trotzdem? Verschwindet mitunter stundenlang. Ich glaube, mein Clan der Erste gekommen. Bob. So. Mein Opa ist außer sich vor Freude aus einer Tasche gestrickt. War schockiert, Sekunde war. Schockiert. Ich weiß nicht. Das passt ganz gut. Wir sehen uns mal die anderen an, wie gut die passen. Weil an sich hat Feuervogel schon ganz gut geklungen, aber nur, das ist eine Frau. Na gut, das ist ja wahrscheinlich, dass es die Person ist. Und die hat sogar nur eine Halbmaske. Na, hallo. Schön, dass sich uns noch eine andere Hoffnungsträgerin anschließt. Wie würde es euch gefallen, mir bei meinem Auftritt zu helfen? Oh, vielleicht kann ich dir aus der Betrunkenen was rausholen. Ich trinke mir vor jedem Auftritt einen Schwips an. Das lockert die Muskeln, wisst ihr? Schwertschlucken ist nicht so leicht, wie es aussieht. Man läuft immer Gefahr, sich zu schneiden. Ein guter Umtrunk ist gut für den Auftritt und hilft mir, mich zu entspannen. Eine gute Ausrede. Na gut, was soll ich jonglieren? Ich brauche keine Jongleurin. Ich brauche jemanden, der mich ankündigt. Jemanden, der dem Publikum meinen Auftritt schmackhaft macht. Beim Schwertschlucken kann man nämlich nicht reden. Und so kann niemand verkünden, wie toll ich bin. Also, wie wär's? Könnt ihr mich während des Auftritts lobpreisen? Ja, bestimmt. Das ist natürlich ein echtes Problem, wenn man Schwertschlucker ist. Ne? Da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Du brauchst halt immer irgendeinen Bleppo, der vorne steht und über dich erzählt. Stellt euch einfach an das Podium, als ob wir auf der Bühne wären. Dann holt ihr eure beste Ansagerstimme raus und lobpreist mich für das Publikum. Sagt den Leuten, dass es niemanden so schlau wie Schleie gibt und dass ihr so etwas wie mich noch nie gesehen habt. Okay. Kündige Schleues Auftritt an. Welches Podium? Aha, dieses Podium. Meine Damen und Herren, der nächste Schleue. Körperliches Geschick. Ich heute war in. Sie wird ein ganzes Schwert schon. Warte. Ja, noch nie haben wir ein solches machen, körperliches Geschick. Wir wollen das. Falsch schon unterstützen und dieses Klinge durchbohrt ihr Herz. Was denn beachte ich hier Körpergefühl? Habt ihr schon wieder einen derart beeindruckenden Auftritt gesehen? Oder macht ihr das nebenbei? Ah ja, tatsächlich. Doch, das ist die gefährlichste Harmspferde, weil hier. Nun, sie sind wieder unbescheid raus, dann genau hin schon. Ja, hier, beeindruckender Auftritt. Was für ein Spektakel. Klatscht die Hände für Schleue, die Schwertzähmerin. Hat dir das gefallen? Ihr habt eine tolle Stimme. Ich mache mir ja fast Sorgen, dass ihr zu hohe Erwartungen geweckt habt. Und nun zum Spiel. Vielleicht spricht da der Alkohol aus mir, aber ihr seid schon hübsch anzusehen, oder? Mit der Vollmaske. Hat da jemand Besonderes auf euch zu Hause? Verratet es mir. Ich bin neugierig. Ich bin ganz sogar ungebunden, soll ich ausgehen? Nein, ich bin verratet mit einem Meerskapitän aus Pyhondia. Das ist der. Ja, genau das. Oh, ein Meereself? Oh, ich habe schon gehört, dass sie die größten und attraktivsten Schiffe haben. Euer tapferer Kapitän scheint mir ein glücklicher Seemann zu sein. Nun zu mir. Was wollt ihr über Schleue wissen? Die Frage ist vor allem nicht so spezifisch, hast du deine Schwester. Also wirklich dieses. Mir ist übrigens immer noch ein Rätsel, wie die Meereselfen überhaupt irgendwelche großen Schiffe haben können, weil die haben ja offensichtlich keine riesengroße Industrie, die dahinter steht, die diese Schiffe baut und versorgt und überhaupt. Das ist ein Schiff, ist ja nicht irgendwie so ein Ding singulär, wo du einfach 100 Kerle im Wald schickst und die bauen dann so ein scheiß Schiff auf, sondern das ist ja irgendwie, das muss gewartet werden, irgendwelche Ingenieure müssen sich ausdenken, wie das Schiff hinauszubauen, also das, wenn du noch so viel Erfahrung hast. Das geht einfach nicht. Naja, warum, ich weiß nicht, dass es Schleue nicht ist. Hab ich. Was? Nun, das ist ja einfach nur unhöflich. Bin ich euch denn nicht mehr genug? Dabei bin ich nun wirklich für jeden mehr als genug. Ich necke euch nur, Dummerchen. Ich weiß, was ihr meint. Aber nein, ich habe keine Geschwister.
Die Truppe soll meine Familie sein. Ah, das ist eine andere, mit denen schon näher gekommen. Aber auf jeden Fall. Wisst ihr, schon am ersten Tag, als ich herkam, gab mir Lerchenklang eines ihrer Kleider. Sie meinte, es wäre eine Schande, dass ich nichts Ordentliches anzuziehen hätte. Mir kamen fast die Tränen. So schön war das. Alle hier sind so freundlich. Tja. Na gut, das ist. Mir fällt gerade ein, natürlich hat sie eine Halbmaske. Mit einer Vollmaske ist Schwertschlucken nur sehr schwierig. Na gut, viel Spaß. Euch ebenfalls, Zuckerstück. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass wir aufgenommen werden. Ich habe gehört, dass die Zeremonie danach spektakulär ist. Jede Menge Essen und Trinken. Man kann allerlei edle Düfte und feine Kleider ausprobieren. Was für eine grandiose Nacht das werden wird. Das ist übrigens der einzige Teil, der mich an den Showbusiness für mich interessant wäre. Ich habe mir so nachgedacht, ich bin keine Bühnenperson. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie auf einer Bühne zu stehen und so Musik zu machen. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwie auf einem Festival bin oder so. Ich könnte es nicht. Ich hätte da unfassbare Angst, irgendwie dass das auf der Bühne zu stehen. Aber das danach, das Aftershow rumsitzen müssen, vor der Show rumsitzen und sich mit den Leuten unterhalten und chillen, wenn man auf etwas warten muss. Das mache ich gerne. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsbeschäftigung überhaupt, wenn es um soziale Interaktion wie ein Stadtschirm denken. Ich muss dringend meine Diebeskille finden. Irgendwo rumsitzen und sich mit Leuten unterhalten, wenn man auf etwas wartet. Je länger die Wartezeit, umso besser eigentlich. Das hat so was Besonderes an sich. Übrigens, sieht wie cool aus, wie ich mit der Maske hier rumsteige. Kann ich die bitte behalten? Für die Girl. Hat so was Ominöses. Ach, hier ist ja noch jemand. Kerzenlicht? Das mag jetzt etwas merkwürdig klingen, aber könntet ihr mir vielleicht aushelfen? Ich habe ein Theaterstück geschrieben, aber es ist mir zu peinlich, es jemandem zu zeigen. Könntet ihr ein wenig Text mit mir durchsprechen? Nur damit ich ein Gefühl dafür kriege? Ja, gerne. Hervorragend! Ihr spielt die Rolle einer hochelfischen Adligen, die sich in einen kajitischen Händler verliebt hat. Ich spiele den Kajit. Bitte fangt ganz oben auf Seite 8 an. Jetzt steht hier jemand im Bild! Hau ab! Kapitän Galga, bitte bleibt! Ich glaube, ich habe mich in euch verliebt. Echt, das sagt man so? Na gut. Es tut diesem leid, mein Turteltäubchen. Dieser weiß zwar, dass ihr fünfkralig seid und gepflegtes Fell habt, doch seine Liebe gilt jener Freiheit, die man nur auf See erlebt. Jeden Tag wird er an euch denken. Mit der Schönheit eures Antlitzes kann sich nicht einmal alle Pracht von Sommers entmessen. Das von der Intonation ist gar nicht schlecht. Das ist der Dialekt ist schon gar nicht schlecht getroffen. Chapeau. Das ist Hallo Tiax, hallo Gump. Werdet ihr jemals zurückkehren? Wie sagt man das so als hochelfische Adlige? Ich glaube, ich bin nicht gut darin, hochelfische Adlige zu simulieren. Vielleicht die Liebe zur See verblasst angesichts der Liebe, die dieser für euch empfindet. Doch wie sollten wir je zusammen sein? Dieser ist bloß ein wettergegerbter Kapitän, der allein Charme und gutes Aussehen sein eigen nennt. Eure Familie würde unserer Heirat niemals zustimmen. Ja, wir könnten gemeinsam durchbrennen oder wieso, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin nicht gut darin, elfische Adlige zu spielen. Wohin würden wir gehen? Die raue See ist nicht der richtige Ort für eine erblühende Taube wie euch. Nein, dieser muss nun gehen, ja. Aber er wird sich immer an euch erinnern. Er wird sich an uns erinnern. Und Abgang. Nun, was denkt ihr? Und seid ehrlich. Ja, schnulzig genug, bestimmt. Ich glaube, es ist reif für die Bühne. Wirklich? Wisst ihr, ich glaube, ihr habt recht. Ich zeige es dem Großdirigenten Forte baldmöglichst. Wenn es ihm gefällt, wird die Truppe es sicher aufführen. Ich bin so aufgeregt. Ja, genau. Lebe wohl. Apropos, lebe wohl. So, wir wollen mit Federmutter reden. Sind hier eigentlich noch mehr Schausteller? Die in Memorum auf jeden Fall kennen, das hätte ich nicht klauen können.
Und die haben ja auch wieder recht interessante Geschichten zu erzählen, ne? Was haben wir hier noch? Haus der Römereien, die Truppe. Habe ich das schon gelesen? Ein Leitfaden für angehende Hoffnungsträger von Feder. Ich war, das habe ich so. Ich fahre seinen Dirigent vor seiner. Das habe ich noch nicht gelesen, tatsächlich. Ich habe schon mal was anderes. Ihr seid jetzt also ein Teil unseres Lebens. Voller Träumereien, Geheimnisse, Drama und Freude. Ich bin so stolz auf euch. Wirklich. So unglaublich stolz. Lasst mich der Erste sein, der zu euch sagt: Willkommen zu Hause. Jetzt beginnt eure Verwandlung. Ja, ihr habt euch einen Namen erkoren und eine neue Maske angelegt. Aber das ist nur der Anfang. Lernt, wie man seine Stimme verstellt. Nehmt neue Eigenarten an. Färbt euer Haar in grellen Farben. Lernt auf tausend Weisen. Ohne euch noch nur tausend Weisen zu prahlen, oder euch nur ansatzweise die Wahrheit zu sagen. Ihr werdet auf die Probe gestellt werden, immer und immer wieder. Schließlich ist nichts romantischer als der Reiz des Geheimnisvollen. Bleibt stark und bleibt schweigsam. Eure Position innerhalb der Truppe hängt von eurer Diskretion ab. Es gibt nämlich noch mehr zu lernen. Oh ja. Ihr habt also das sanfte Zupfen der Laute gemeistert? Schnappt euch ein Schwert und erlernt die Kunst des Schwertkampfs. Ihr seid jetzt umgeben von den besten und begabtesten Künstlern, die Sommersinn zu bieten hat. Vergeudet diese Gelegenheit nicht aus törichten Stolz. Fallt böse hin, singt einen schiefen Ton und hört nie auf, an euch zu arbeiten. Jede neue Fähigkeit, die ihr euch aneignet, stärkt die gesamte Truppe. So etwas wie eine perfekte Darbietung gibt es nicht. Aber wir werden verdammt nochmal unser Bestes geben, um sie hinzubekommen. Unser Standsitz befindet sich zwar in Relentil, aber das Herrenhaus der Maske kann nicht alle Mitglieder unserer Wertentruppe aufnehmen. Außerdem ist Sommersend eine große Insel. Wir können wir von jedem unserer geschätzten Mitglieder verlangen, dass es die lange Reise zu uns antritt? Nein. Von euch wird erwartet, den Großteil eurer Tage auf der Straße zu verbringen und nach Kräften zu helfen. Wir erwarten von jedem unserer Mitglieder, dass er sich einbringt. Ihr werdet die Pferde striegeln, knarzende Wagenräder ölen, Essen kochen, Latrinen ausheben. Und denkt daran, wenn ihr euch beschwert, bringt das euch nur noch mehr Arbeit. Jede erfahrene Truppe ist ein Dirigent vorausgesetzt, ein erfahrenes Mitglied, das sich einen derart erhabenen Titel verdient hat. Vor nicht allzu langer Zeit machte ich mit meinem Dirigenten meine erste Reise durch Sommersend. Er war ein recht schweigsamer Mann, namens Bariton. Er schien, als wären wir von unseren ersten Treffen dazu verdammt, einander zu hassen. Denn ich betrachtete mich immer als redegewandt und flink auf den Beinen. Dirigent Bariton durchschaute mich sofort und gab mir den längsten, trockensten und monotonsten Monolog, den ich je gelesen hatte. Diesen sollte ich für meine erste Darbietung auswendig lernen. Ich musste beim Lesen fast weinen, denn ich konnte nur daran denken, dass er mich sabotieren wollte. Nachts wälzte ich mich herum und stellte mir die grimmig dreinschauenden Gesichter meines Publikums vor. Täglich flehte ich Dirigent Bariton an, mir eine andere Rolle zu geben, aber vergebens. Er schüttelte einfach nur den Kopf und meinte, ich soll mich wieder an die Arbeit machen. Akribisch lernte ich jede einzelne Zeile dieses verfluchten Monologs auswendig, jede trockene und langweilige Sekunde. Erst als ich den Text komplett auswendig und ohne zu zögern rezitieren konnte, gab mir Dirigent Bariton meine nächste Anweisung. Jetzt, Feder, sagte er mir lächelnd, und das tat er nicht oft, möchte ich, dass ihr ihn nach euren Vorstellungen umschreibt. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So sehr ich den verfluchten Monolog auch hasste, musste ich doch widersprechen. Schließlich war er ein Stück Geschichte. Unsere Vorfahren hatten ihn verfasst und er war angesehen genug, all die Jahrhunderte überlebt zu haben. Wo soll ich ihn denn verändern? Ihn schänden? Ich war überaus verblüfft, da sich der Dirigent bisher immer penibel an alle Regeln und Vorschriften gehalten hat. Ihr habt dieses Stück bereits Ehre erwiesen, meinte er. Ihr habt es gelesen, immer und immer wieder. Ihr kennt jeden Namen, jeden Ort, jede Kleinigkeit. Aber ihr wisst auch, dass das Stück kein Herz hat. Ich glaube an euch, Feder. Ihr seid es, der ihm dieses Herz geben kann. An diesem Tag erlebte ich meine Verwandlung. Der Name, den ich mir so beiläufig gegeben hatte, wurde wirklich zu meinem wahren Wesen. Ich war eine Feder, bereit zu schaffen, eifrig, die Worte neu zu schreiben, dem Stück neue Gestalt zu geben. Bis zum heutigen Tag verleiht mir nichts mehr Freude, als überholte alte Werke neues Leben einzuhauchen. Und mein Dirigent, der Meer, den ich von seinen ersten Treffen an so überzeugt abgelehnt hatte, war die Person, die mir das gezeigt hat. Das hätte ich nie gedacht, damals in diesen tränenreichen ersten Nacht. Lernt, hört zu, erschafft. Ihr habt erst eure erste Zeile aufgesagt, erst euren ersten Ton gesungen. Ihr habt noch nie eine so lange, schwierige, ermüdende, wundersame Reise vor euch. Oh ja, liebt jeden Augenblick dieser großartigen Produktion. Der Vorhang öffnet sich, ihr tretet auf die Bühne. Wir können es gar nicht erwarten, eure Darbietung zu sehen. So. Vielleicht mit ein bisschen viel Pathos vorgelesen. Der Typ an der Bar heißt Med. Das Haus der Träumereien ist gegenüber den Neuankömmlingen wesentlich offener als der Rest von Sommersend, das kann ich euch sagen. Trotzdem war ich sein allererster Nord. Vielleicht sogar überhaupt sein einziger Nord, um ganz ehrlich zu sein. Ob er der Dingens ist? Also, er hat sich auf jeden Fall einen sehr logischen Namen gemerkt. Das ist Lerchenlied? Zum Gruße. Achso, okay, Lerchenlied habe ich schon mal gehört. Das ist... Was ist? Okay, Dorn ist anscheinend nicht die Inkarnation der Höflichkeit. Na gut, dann reden wir mal mit Federmotte, aber in der nächsten Folge. Macht's gut. Du bist da, nächstes Mal. Das ist eine coole Uhr. Also, ciao.